Moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Farming Simulator 2019 hier mit unserem Projekt Meine Tierfarm. Schön, dass du wieder mit dabei bist, das freut mich. Und wir sind hier immer noch bei unserem Lohnauftrag mit unseren eigenen Maschinen. Das Feld 18 ernten. Und das kriegen wir definitiv jetzt hier fertig. Gar keine Frage. Und dann können wir das auch alles hochfahren und dann gibt es ein ganz kleines bisschen Geld. Könnte ein bisschen mehr sein für meinen Geschmack. Aber es gibt halt nur das, was es gibt, ne? So. Also das letzte Mal hatten wir noch überlegt und da gemerkt, wir können einen Kredit aufnehmen. Wir können weitere Kredite aufnehmen. Woran hängt das eigentlich? Oder womit ist das verknüpft, dass man mehr als 500.000 Euro Kredit aufnehmen kann? Ist das nur an eine Zeit gebunden, also Spielzeit? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Sagt das doch mal. Das wäre mal interessant, weil dann müsste ich natürlich mit meinem BGA-Projekt... Oh, hallo du. Da müsste ich ja richtig Kohle machen können. Also Kredit. Richtig krassen Kredit aufnehmen können. Weil jetzt hier an meinem Fuhrpark oder an Geländen kann es ja nicht liegen. Ne? Das, was ich ja hier habe, das ist ja Pillepalle. So. So, hier, wir probieren das jetzt mal aus. Wie viel können wir nehmen? Nochmal 115.000 dazu. Dadurch steigt natürlich auch unsere Zinsen. Lohnzahlungen, Kredit. 2.800 war er vorher gewesen. Der wäre dann jetzt vermutlicherweise so bei 3.000 Euro Zinsen. Das ist, ist eine Hausnummer, ne? Aber wenn wir das so machen, könnten wir, dann müssten wir uns keine Subvention holen. Sondern unsere Bank war dann doch ein bisschen gnädiger und hat gesagt, ja, okay, ich gebe euch nochmal 115.000 mehr. Dann müssten wir nur ein Feld verkaufen und könnten dann direkt Feld 3 kaufen. Und dann können wir das sukzessiv rüberladen. Wir müssen allerdings die Ballen noch wegkriegen. Und das ist, hängt so ein bisschen zusammen damit. Ich würde die nämlich ganz gerne eigentlich schon direkt dorthin fahren. Aber vielleicht doch nicht mit dem IT-Runner. Vielleicht mache ich es mir einfach... Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Das ist schon eine ganze Menge Zeit, würde das kosten, wenn ich die einzeln aufladen müsste. Ich glaube, dann verlasst ihr mich. Also, das kann ich dann zumindest sehr gut nachvollziehen, wenn ich dann hier 4 Folgen lang Ballen stapel. Weil das sind schon echt viele, viele Ballen. Wir hatten da ja mehrere Schnitte liegen und da ist schon ordentlich was rausgekommen. Feld 2 würden wir uns direkt holen. Und ja, ich weiß, ich kenne einen von euch, der wird jetzt ganz laut stöhnen. Ja, das Landscaping-Tool werde ich wieder rauspacken, aber mit System. Mit System. Ich kann es nicht weglassen, weil wenn ich doch irgendeinen blöden Hof platziere, haut der das gleich, den kann er ja nicht schräg platzieren, was übrigens schade ist, dass er das nicht kann, weil das nimmt so ein bisschen die... Ja, dieses Natürliche, das, was der eine Kollege da bemängelt. Aber man kann das ja in das Gelände mit integrieren und
durch Texturen und sowas ja auch durchaus anpassen. So, ich hoffe natürlich, dass das dann auch von der Menge her reicht. So. Dann haben wir jetzt hier unseren, wenn ich den Motor ausmache. Oh. Dann läuft er sogar noch weiter. Oh. Oh, das war nicht gut. Hier habe ich den Motor angelassen. Ja, oh, das war nicht so prickelnd. So, wie fahren wir jetzt? Das letzte Mal waren wir hier lang gefahren. Und das würden wir auch wieder machen. Auf geht's. Auf geht's. Hier können wir hoch. Wir sind ja hier in der Landwirtschaft. Da können wir ja. Wieso kann ich denn jetzt? Ah. Mal wieder Screenshot gemacht und mal wieder vergessen, die HUD einzublenden. So, damit gibt es jetzt gleich ein kleines bisschen Geld. Nicht viel. Einen dicken Kredit haben wir wieder aufgenommen. Und wobei ich jetzt gerade überlege, ob wir einfach... Nee, wir machen das nicht. Ich habe gerade überlegt, ob wir den Ballenlader, ob wir den kaufen. Den werden wir auch wieder nur mieten. Ich glaube, der kostet so 5.000 vielleicht pro Stunde. Nicht pro Stunde. Als einmalige Mieteinheit und dann pro Tag nochmal, glaube ich, 500. Und dann würden wir damit die ganzen Ballen zu Feld 2 fahren. Aber vorher müsste man eigentlich Feld 2 kaufen. Dafür müsste ich ein Feld, wo die Ballen drauf liegen, verkaufen. Das Grasfeld würde ich ganz gerne verkaufen. Und ich überlege gerade, ob wir richtig, richtig dirty die Ballen einfach beiseite schieben. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt das Feld verkaufe, darf ich die Ballen da, glaube ich, nicht mehr aufheben. Und wenn ich die Ballen nicht mehr aufheben kann, uiuiui, das ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Und das wäre doch schade. So. Jetzt schauen wir nochmal kurz in den Vertrag rein. Lieferung. Ich glaube, ich muss nicht mal alles abgeben. An Hafer. Und dann... gucken wir mal, dass wir es timen, dass wir nur das weggeben, was er auch wirklich haben will. Und den Rest, den behalten wir vielleicht. Wenn das so geht. Ich stelle mir das gerade so vor, dass der nicht alles haben will, um die Mission, um den Vertrag abschließen zu können. So. Hier haben wir auch letztens die Eier verkauft. Okay, das hat er jetzt. Ah, okay.
Ah ja. Ah, das ist auch interessant. Ich habe ja das hier ehrlich gesagt eine Ernte noch nie gemacht als ja, Lohnauftrag. Und das, was drüber ist, das bekommst du eh als Kohle. Gut, das mag jetzt sein, dass das hier nicht der beste Preis ist, aber grundlegend sehr cool, dass das geht. Ich sehe gerade, wir müssen auch tanken. Sonst wird's schwierig. So, genau, wir machen das jetzt so. Also, wir mieten uns jetzt den Ballenlader. Ich hätte anders fahren können, ne? Wäre sinnvoller gewesen. Wir mieten uns den Ballenlader. Dann laden wir die Ballen, die auf dem Grasfeld sind, ich glaube 23 war das gewesen, fahren wir einfach gerade nebendran. Oder die fahren wir sogar besser in den eigenen Hof. Ich wollte möglichst wenig fahren, damit wir den verkaufen können, einfach das Gebiet. Und uns dann Feld 2 holen. Und dann würde ich nämlich mal in einer Session mit dem Landscaping-Tool unseren Hof vorbereiten. Ich habe mir da schon so ein bisschen was ausgedacht. Ich höre einen Hubschrauber. Im Ernst, ich habe einen Hubschrauber gehört. Und der war nicht hier, obwohl ich jetzt in der Nähe eines privaten Flugplatzes wohne. Der war hier in-game, bin ich mir ganz sicher. Das müsst ihr euch nochmal anhören, ob ich paranoid bin. Aber ich würde schwören, da ist ein Hubschrauber, habe ich gerade gehört. Gut, okay. However. Autoballenloader, aber den realen, den nehmen wir uns jetzt und dann. Müssen wir den. Ja, nee, wir fahren den jetzt runter. Wir fahren den runter. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir den nicht oben hätten einfach stehen lassen können, wenn wir Soja verkaufen wollen. Aber jetzt sind wir schon hier runtergefahren, jetzt fahren wir noch bis nach da vorne und dann ist das so. Sonst ändern wir ja hier die ganze Zeit unsere Meinung. Das ist ja nichts. Geht euch das auch so? Seid doch mal bitte ehrlich. Geht euch das auch so, dass ihr am Spielen seid und dann, was mache ich jetzt? Mache ich das? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, okay, dann gehe ich jetzt den Weg. Ach nee, das wäre doch viel besser. Und dann, oder bin nur ich hier jetzt der Schnösel, der da das nicht hinkriegt? Lasst mich das mal wissen. So. Den nehmen wir. Das gute Gefährt nehmen wir und fahren jetzt zum Shop. Da wollte ich übrigens auch mal. Da wollte ich übrigens auch mal neue Breitreifen. Da wollte ich mal Reifen draufziehen. Dafür haben wir Geld. Bin ich mir sicher. Ich glaube, so ein Tausender kosten die Breitreifen nochmal extra. Sieht einfach ein bisschen schicker aus. Na, ich hoffe, dass wir es noch schaffen, in dieser Folge wenigstens eine Ladung voll zu machen und weiterzufahren. Aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt, dass wir die da hinten lagern. Wir könnten zwar dann alle Ballen. Dann könnten wir beide Felder hier verkaufen, ne? Das wäre auch nicht so verkehrt.
Vielleicht behalten wir erstmal noch dieses Feld da ganz hinten, unser Startfeld. Und dann würden wir jetzt sogar noch mal eine Saat dort aussetzen, dass wir nicht gleich alles aufgeben. So. Also einmal reparieren. Jo, vielen Dank. Konfigurieren. Nein, das brauchen wir nicht. Da, Breitreifen. Konfigurieren. Jo, 2000. Ja, ist okay. Dafür haben wir jetzt coole Breitreifen. Ja, ich hoffe, ihr habt seit der letzten Folge ruhig mal im Community-Projekt vorbeigeschaut. Wenn ihr es noch nicht getan habt, tut das. Tut das. Ich habe sehr viel Spaß und ich glaube, die ganzen Jungs, es ist ja leider kein Mädel dabei. Die ganzen Jungs haben da, glaube ich, auch schon, ja, so fleißig, wie die ja am Datteln sind, müssen die Spaß haben. Ich bezahle sie ja nämlich nicht dafür. So, Mieten. 3500. Ja, komm, gib her. Das lohnt sich ja nicht, mit der Gabel das aufzunehmen. Ups. So. Ja, warte mal. Stand da, bevor ich jetzt hier weiterfahre und wieder in die Falle tapse. Ballentechnik. Es steht nichts, keine PS-Zahl steht dabei. Naja, ob wir das jetzt mit 100 PS schaffen? 115 PS? Ansonsten haben wir ja noch den Case dort stehen. Den 7000 irgendwas. Der hat definitiv genug PS. So, wir lassen jetzt hier die Ballen am Anfang, lassen wir jetzt hier stehen. Wir gehen jetzt hier hinter. An Feld 20 ist das, Feld 20. So. Einschalten. Und here we go. Da laden wir das jetzt mal ein. Uah. Da dachte ich, schieße ich übers Ziel hinaus, aber es hat gepasst. Ah, den dürfen wir nicht vergessen hier, seitlich. Ja, das würde um ein Vielfaches länger dauern, wenn wir das mit der Gabel machen würden. Da wären wir nicht so schnell. Und die Zeitersparnis, die lohnt sich für 3800. Zumindest wünsche ich mir das so.
So, das haben wir. Ja, das schaffen wir noch. Da wir, wie gesagt, einen Wagen machen wir voll. Das wollte ich jetzt noch in dieser Folge erreicht haben. Zwei Ballen noch. Ja, da sind wir sogar noch just in time. Aber ich sag euch schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Like und Subscribe da lasst, falls ihr dies noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir hier an unserem Projekt Meine Tierfarm wieder weitermachen. Und bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.